Ich dachte an etwas völlig Andersartiges, etwas, was so unterschiedlich von uns ist, dass unsere ganzen Bewertungsmodelle an dieser Spezies versagen. Es gibt ja Exobiologen, die sich konkret mit der Möglichkeit außerirdischen Lebens beschäftigen. Hast du ja auch in dem Buch drin? Genau. Ist auch im Buch drin, ganz genau. Und darüber denken die eben nach, dass möglicherweise, wenn wir auf eine andere intelligente Rasse treffen würden, wir einander gar nicht als Intelligenzen erkennen würden. Es gibt eben die eine Tochter der Exobiologen, sagt, ja, Außerirdische können sich nur unter erdähnlichen Bedingungen entwickeln. Die haben wahrscheinlich eine Hand, die haben einen aufrechten Gang, die haben bipolares Sehen. Das freut die Trekkie-Gemeinde, weil da haben Außerirdische traditionell immer einen menschlichen Körper und einen komischen Kopf. Laufen ja auch viele draußen rum, Freunde. Ganz genau. Die Monster sind ja ganz besonders wichtig. Ich kenne jedes Monster. Wirklich, ich kenne sie alle.